Die Rhabarberzeit hat wieder begonnen und wir freuen uns ganz, ganz doll, weil wir ihn einfach so doll lieben. Egal ob als Kuchen, als Saft, als Crumble, als Muffin oder eben als Tarte, die wir heute direkt mal backen. Dafür bereiten wir einen Mürbeteig zu, rühren eine vegane Quarkcreme an und schneiden den Rhabarber in kleine Stückchen. Am schönsten ist es ja wohl, dass sich jede Bäckerin und jeder Bäcker ein eigenes Muster aussuchen kann und die Tarte am Ende aussieht wie ein wunderschönes Kunstwerk, was man dann eigentlich gar nicht mehr essen möchte. Das ganze Rezept gibt's wie immer auf zuckerjagdwurst.com.